Größenmarkierung. Ach so, von dem Jungen. Ich wollte gerade sagen, der Vater ist ganz schön klein geworden. Was haben wir sonst noch hier? Parfüm. I'm glad Dad kept Mom's perfume. Smells just like her. Ja, warum denn noch nicht? Also, mit dem Aufbewahren. I hope I get to go practice with Dad again this summer. Hoffentlich. Der Junge tut mir echt leid. Der Junge tut mir echt verdammt leid. That does not look good. Dann wollen wir den mal reparieren. Wir haben ja Superkräfte. Wie wird das denn? Aber wir machen erstmal kurz vor die Lampe an. Light on. So, jetzt gucken wir erstmal ganz kurz. Irgendwas ist runtergefallen. Schlüssel. Ooh, the mystery of the secret key is solved. Nice, wir haben einen Schlüssel gefunden für was auch immer. Yes! Super, wir haben ja schon drei Sachen in unserem Inventar drin. Irgendwie haben wir momentan drei Schlüssel im Inventar. I know this drawing sucks, but it's cool that Dad put it here. Och mein Gott, so schön. Du, du, du. Oh, ein Bett. Mit Flecken. Mom and Dad would always let me sleep with them whenever I got scared. Mhm. Und zu den Flecken zu deuten, der Papa hat ganz schön oft Angst, oder was? So? Eine Kiste. Shoot, that's way too high for me to reach. Ja, nimm dir halt einen Stuhl daran oder irgendwas. Jetzt komm, stell dich mal nicht so an. Oh, I could use this to make some cool armor. Nice. Wir wollen dieses... Die ganze Tasche wollen wir tragen. Los. Yes. This will totally protect me from Mantroid. One more piece and I'm almost done. Wir sind schon fast fertig. Da geht er hier ab. Bewegen. Dad was so angry at the police. 10. April 2015. Wow. Moment mal eben kurz. Wann spielt Life is Strange? War das nicht 2010? Oder so? Wann spielt Life is Strange? Ich weiß es gerade nicht aus. Moment mal eben ganz kurz. Boah, ich habe gestern noch, bevor sie Storm aufgenommen, stand da nicht 2010 immer an Max geschrieben? Wann spielt denn Life is Strange richtige? 2013? Sehr geehrter Kommissar Lee, da Sie meinen Anruf und E-Mails nicht beantworten, schreibe ich Ihnen diesen Brief als weiteren Beweis, dass ich gewissenhafter an diesem Fall arbeite als Sie und die Polizeibehörde. Es ist Ihre Pflicht, die Bürger und Steuerzahler zu schützen. Ich hoffe, ich höre bald von Ihnen, sonst werden Sie von mir hören. Mit freundlichen Grüßen, Charles Erickson. I remember Dad yelling on the phone a lot. 28. September 2016? Wait. Spielt das vielleicht gerade in der Gegenwart? Mr. Charles Erickson. Obwohl ich nachfühlen kann, was Sie in den letzten Jahren durchgemacht haben, fürchte ich, dass ich alle meine Mittel in Bezug auf diese schwierige Ermittlung erschöpft habe. Falls Sie diese Angelegenheit ohne eine weitere wütende Nachricht besprechen möchten, bin ich jederzeit zu einem Gespräch bereit. In Bezug auf Ihren Fall stelle ich Ihnen nur einen Monat Arbeit in Rechnung. Mit freundlichen Grüßen, Mick Collins, Privatdetektiv. Jeez. Dad wrote a lot of letters. 20. Januar 2015. Sehr geehrter Mr. Erickson, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Überwachungsaufnahmen von Estward Drive und Mantle Street der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen, außer Sie sind Teil einer polizeilichen Ermittlung. Daher können wir Ihnen bei Ihrem Auftrag nicht helfen, beziehungsweise bei Ihrer Anfrage nicht helfen. Wir hoffen, dass die örtliche Vollzugsbehörde in Oregon Ihnen weiter Hilfe zukommen lassen kann. Mit freundlichen Grüßen. Barbie Baccamonte, Verkehrsüberwachung. Okay.
Gut, das haben wir jetzt auch gelesen. Was haben wir da noch? Oh, Zigaretten. Geil, wir haben Alkohol und Zigaretten. Wir machen uns einen tollen Tag. If I smoke in the fortress, I'm breaking the superhero code. Das ist richtig, das macht man ja auch nicht. Eine stehlen. Dad loves his cancer sticks. Gross. Wonder what they taste like. Du probierst die nicht, du nimmst nur eine mit. Wenn du die probierst, hau ich dich. Ohne Spaß. Wir nehmen die nur so mit. Ne? Vielleicht, Moment, ich muss mal was anderes hinsetzen, Entschuldigung. Vielleicht können wir damit irgendwie was kaufen oder irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht können wir irgendwie einen 50-Jährigen bestechen, dass der uns einen Schneemann baut. Ich habe keine Ahnung. Besser, wie gesagt, besser haben als brauchen, aber du rauchst das Ding nicht. Da gibt's keinen Salat. Ohne Spaß. So, ich passe auf den kleinen Jungen hier auf. Ganz ehrlich. I'm too old to be measured now. Right? 7 Jahre 2014. Moment mal eben ganz kurz. 8, 9, 2016? Ja, 10 ist er so, ne? Würde ich mal sagen. Was haben wir denn? Ich weiß nicht. 11 Monate war er 2008. Aha. Okay. Wir können auch nichts Neues dahin kritzeln. Plattenspieler. Dad doesn't play Mom's records as much as before. Das lässt sich doch bestimmt ändern, oder? So, eine richtige Geschwindigkeit einstellen. Das hört sich an wie Mickey Mouse.
War doch voll schön. Kommt da jetzt noch mehr? Kann man nochmal machen. Einfach sich mal ein bisschen wieder Zeit nehmen und ein bisschen entspannen. I love listening to mom's old records. So, können wir jetzt eigentlich noch eine Platte anmachen? Nee, ne? Können wir das Lied nochmal anmachen? Wir machen es einfach nochmal an. Wir müssen uns hier nicht nochmal hinsetzen. Sondern wir können einfach weiter rumlaufen. So. Hinlegen. Na, wir haben jetzt mal genug geschlafen. Wir gucken uns erstmal ganz kurz hier in diesem Schrank um. Careful of booby traps. Dad never told me he had a new friend. Charles, es tut mir leid, was ich letztens gesagt habe. Ich war nur wütend, dass du mir nicht zuzuhören scheinst, wenn ich meine Meinung zum Ausdruck bringe. Mein Job kann sehr stressig sein und ich weiß, es geht dir auch an die Nieren. Deshalb möchte ich mehr in deine Welt eingebunden sein. Ich hasse es, dich so traurig zu sehen, wenn du mich doch so glücklich machst. Ich warte immer noch darauf, deinen Sohn kennenzulernen. Und ich habe den Eindruck, dass du dich für mich schämst. Sei nicht wütend, ich hoffe, ich liege falsch. Doch du sagst manchmal Dinge, die meine Gefühle wirklich verletzen. Du bedeutest mir sehr viel und ich musste dir dies einfach sagen, damit du es verstehst. Ich denke oft über uns beiden nach, daher hoffe ich, du weißt, dass diese Nachricht von Herzen kommt. Deine kleine Tänzerin, Audua. Okay. So, was haben wir sonst noch? Wir haben oben noch eine Konsole. Wir gucken uns erstmal ganz kurz in den Basketball an. Dad used to always talk about this basketball. So, wir haben noch eine Kiste. Wow, Dad had fans when he was playing in high school. Lieber Charles Erickson, ich bin 12 und will eines Tages professionell Basketball spielen. Meine Eltern fahren mich zu all ihren Spielen. Sie sind super auf dem Platz. Das letzte Spiel, was war das Beste, das ich je gesehen habe? Ich hoffe, ein NBA-Team wirbt sie an. Danke und ich sehe sie beim nächsten Spiel. Todd Hemmel. That's scary. Versinkt ihr Leben im Alkohol? Sie sind nicht allein. Wir können helfen. Kontaktieren Sie Alkoholismus überwinden. Rabattierte Preise verfügbar. So we move because Dad can pay for the house? That sucks. 12.06.2015. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Erickson, unsere Unterlagen zeigen, dass Sie Ihre dritte Hypothekrückzahlung trotz wiederholter Verlängerung Zusicherungen versäumt haben. Obwohl wir die Situation eines jedes Hausbesitzers verstehen und Sympathie für diese empfinden, hat unser Büro den Eindruck, dass wir Ihnen gegenüber mit mehr Verlängerung mehr als fair waren. Sollten Sie den ausstehenden Betrag der Hypothek nicht bis zum angegebenen Datum bezahlen, sehen wir uns gezwungen, eine Zwangsversteigerung der Immobilie zu veranlassen. Wir hoffen, diese Angelegenheit bald mit Ihnen klären zu können. Mit freundlichen Grüßen, Klemp Immobilien. Dad got fired? That's when he started working for the railroad. Schulbezirk, sehr geehrter Trainer Erickson, obwohl unsere Fakultät ihre Vermächtnis und ihre Engagement zu schätzen weiß, wurden sie mehr als zweimal für ihr aggressives Verhalten gerügt und in Anbetracht des jüngsten Vorfalls bezüglich der Bierdosen im Schwimmbad nach Schulschluss bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihren Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Wir bedauern diese Situation, doch wir sind überzeugt, dass Sie verstehen, dass die Sicherheit der Schüler immer an erster Stelle stehen muss. Wir fügen ein Merkblatt mit Informationen zu alkoholbezogenen Problemen an und hoffen, dass Sie in der Zukunft Erfolg haben. Mit freundlichen Grüßen, Schulinspektor Magnum, Schulbezirk Sunny Creek. Okay. Konsole. Oh
my God. Dad actually got me the new Playbox? No way. Freu dich mal nicht so früh. Du hast noch nicht reingeguckt. Vielleicht ist es der alte Karton. Also, ne? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, sonst hatten wir alles, ne? Wir können den Brief lösen, das hatten wir. Basketball. Gut. Sollten wir den Schlüssel wegpacken? Vielleicht ja, aber er macht es nicht. Dann lassen wir den Schlüssel einfach mal da liegen. Was soll denn schon passieren? Ah, oh, that's better. Wir lassen die Lampe einfach mal an. So, war voll schön hier drin. Ich würde mal sagen, wir gehen wieder rüber. Beziehungsweise wir gehen mal in unser Zimmer. I've never seen Dad get that mad. It really scares me. Das glaube ich dir, Kleiner. Das glaube ich dir. Ach ja, wir sind ja eingeschlafen. So. Wir können mit Superkräften den TV einschalten. Naja, es war schon nah dran. Only my brainwaves can activate the monitor. So, warte mal da. Pizza Arcade, was? Arcade-Rangliste. What? That was a fun birthday party at Pizza Arcade. I hope it'll be cool next year. Okay. Stan und Kyle haben auch mitgemacht. Mhm. Und was ist mit Kenny und Cartman? Adventskalender. Chocolate. Thanks, Claire. Schokolade. Moment, welchen Tag hat man heute? Weiß ich gar nicht. Jeez, good job, Chocolate Hog. Leute, wer hat denn leer gemacht? Der Vater? Quatsch, als ob der Vater hingeht und den Adventskalender leer macht. Das macht doch kein Vater. So, wir öffnen mal den Schrank. Wenn ich hier drin jetzt einen Umhang sehen würde, dann würde ich den mitnehmen, aber ja, boah, schwer. Gotta have a super cape. Only Captain Spirit can wear it. Den nehmen wir sofort mit, aber ich will mal ganz kurz hier unten mal ganz kurz gucken. Die Comics hatten wir jetzt gesehen, die DVDs hatten wir gesehen. Käferhotel. Käferhotel ist ein richtig nett aus, nettes Ding dafür. Oh, Walkie-Talkie, genau. Hallo? This is Chris to the Flying Fortress. Come in, come in. Roger, I'm here. I hope so, Sky Pirate. What do you see up there? Have you spotted Snowmancer? Not yet. It's hard because of the storm. This is perfect cover for a Snowmancer sneak attack. Eye sharp. Keep me posted. Yes, sir. Roger that. Thanks, Sky Pirate. Over and out. I know you're out there, Snowmancer. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, das wird hier alles nach Life is Strange spielen. Ne? Ich glaube, Life is Strange hatte 2016, lief das nicht mehr. Also, ne? Also jetzt meint von der Geschichte her. Da würde ich gerne mal wissen, weiß ich nicht, irgendwie ein paar Ereignisse sonst. Playtime all the time. I've read this one so many times. Wohin die seltsamen Dinge gingen. Achso, Moment, hab ich schon gelesen, oder? Genau. Kenn ich doch schon. I miss Hal. He feels like he's so far away, even though he lives on the other side of town. So, er wollte noch mit dem Spielzeug spielen. You can't win this battle, Noctarius! It's already over, Power Bear! Don't let Mantroid control you! Nobody controls me! Mantroid is my leader, and he wants you to die!
give up now. We don't have to fight. You're not the boss of me, Power Bear. You have amazing powers. Why don't you join our team? Join Captain Spirit? Are you serious? He's my enemy. Only because Mantroid brainwashed you. You can help the world with us. Liar! Where were you and Captain Spirit when Mantroid saved my life? Huh? Good guy? I'm sorry, Noctarius. We want to be there for everybody. You're the enemy. Now take this. Captain Spirit, please come to my aid. I can't defeat Noctarius on my own. I can't! Captain Spirit! Vernichten, ihn freilassen. Hello, Power Bear. I'm here to finally destroy Noctarius. You never fail us, Captain Spirit. No, you can't do that to me. I'm just a puppet. Then let's cut your strings. No, don't. I give up. I... Mantroid, help me, Master. You can't kill me. You said you don't kill people. Good job, but we still have to deal with Mantroid. With Captain Spirit in charge, our team is going to win every battle! Yay, wir haben gewonnen! Oder so ähnlich. So, wir haben immer noch drei Sachen in unser Inventar. Ach ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ein Edding dabei, aber ist ja kein Edding. So, ja, Mann, was hatten wir denn sonst noch? Hatten wir hier alles geguckt? Wer hat da unten reingeguckt? Da haben wir reingeguckt, da haben wir reingeguckt, da haben wir reingeguckt. I hope the Flying Fortress is safe after the snowstorm. Here comes the Shark Stinger. Der Eisstachel. Na dann. Ooh, the Shark Stinger is looking for victims. Look out! Here comes the evil car! That pedestrian better get out of the way. That was your last ride, Shark Stinger. Yes, Captain Spirit saved us. You'll never run over anybody again. Nein. Ach, ist schon irgendwie schnick gemacht. Schon irgendwie nett gemacht alles. So, können wir uns eigentlich ins Bett legen? Nee. Wikingerbuch, das hatten wir schon gelesen gehabt, oder? What kind of a Viking would I be? Ralf, der Wikinger. Den kennen wir noch gar nicht. Leere Feuerwerkskörper. Dad took away my firecrackers when I blew up the garbage can last year. Huh. Oh. I wonder where he hid them. Wo können sie denn versteckt haben? Gute Frage. So, ich würde mal sagen, wir brauchen gleich auf jeden Fall unseren Umhang. Wir gucken mal eben kurz nochmal beim Vater vorbei. Ich glaube, der ist ja gerade so am Schlummern. Können wir es eigentlich umschalten? Hey Vater, können wir umschalten? Vater, hey. Aufwecken. Nö. Sehe ich nicht ein. Ach komm, wir schnappen uns mal den Umhang. Super Umhang tragen. I can feel the energy flow through me. I have the power. My suit is almost ready.
after I get some paint. Wie, brauchst du mehr Farbe? Wie Farbe? Haben wir doch gar nicht. So, Schrank wieder zu. Wait. Was fehlt denn jetzt? Jetzt kann ich Captain Spirits Kostüm erstellen. Vielleicht finde ich, was ich brauche in der Nähe. Was brauchen wir denn? Hat er gesagt, wir brauchen eine Farbe? Oder eine Waffe? Wir brauchen bestimmt eine Waffe. Captain Spirit doesn't need weapons. But just in case. Na gut. Aber wir können doch nach unten gehen, fällt mir gerade ein. Stimmt, wir können ja ganz nach unten noch hingehen. Jetzt haben wir ja unseren Umhang an. Jetzt sind wir ja stark genug. Oder wir bringen mal ganz kurz den Abfall raus. Wir mal kurz den Abfall raus. Bis gleich. Mach nichts Dummes, Vater. Kurz den Apfel rausbringen. I hate that beer can smell. Ach, da gewöhnt sich dran. In 10 Jahren Max ihn hoch. So. Jetzt müssen wir alles rausbringen, was hier stinkt. Das kann ganz schön schwer werden. Ich weck den jetzt noch nicht. Da können wir ja gar nicht die ganzen tollen Sachen machen. Wie zum Beispiel das Handy entsperren. Wait, Handy entsperren. Wo könnten wir die Infos herbekommen, um das Handy zu entsperren? Warte nochmal. Ich muss mal ganz kurz etwas gucken. Handy entsperren. Haben wir jetzt Superkräfte, um das Handy... Vielleicht haben wir Superkräfte, um das Handy zu entsperren. Ich gucke nochmal ganz kurz hier rein. Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Ich habe nicht mehr daran gedacht, an das Handy. Dad never told me he had a new friend. Wow, Dad had fans when he was playing in high school. Mit die Kamera. ...2008 war er 11 Monate alt. Ja gut, man immer drauf an. Der ist dann 2007 geboren, ne? Probieren wir mal 2007 aus. 2007. Wie sollte sonst ein Passwort sein als 2007? Nein. So. 2007. Mist. Wir kommen noch hinter. Da kommen wir noch hinter auf jeden Fall. Also ruf ich mal. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal nach unten. Wir haben ja jetzt unseren Super Cape. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal super cool in den Keller. Super Cape mit super cool in den Keller. Moment, kann ich jetzt eigentlich Superkräfte anwenden? Jetzt, wo ich mein Cape habe und uns fehlt ja hier noch was, ne? Just me, Captain Spirit. This is Chris to the Flying Fortress. Have you spotted Snowmancer? Not yet. Keep me posted. Chris, breakfast. Okay, Dad. You're drinking beer? I don't need a lecture from my son. I always get picked last for the team at school, and they never throw the ball to me. They can't tell stories like you can they? No way. Start the launch. Too late! Emergency! The chief and the Greg and me were the fight. You're too weak to fight me. You told me you were on the This time, you won't get away from me. We was gonna get it done in the fight. It is all.
I miss Mom's smile. Me too. Nobody's friend. You're probably gonna change the world. I hope so. I know so. Captain Spirit is here! I think you're a vision. The Awesome Adventures of Captain Spirit. Download for free from June 26th.